da muss ich hin. Terminal 2, E, 901 bis 904, Gate D3. Top. So, Freunde, was geht? Ich bin jetzt beim Flughafen bei Terminal 2. Ich muss dann da hinten gleich einchecken bei D. Ich wusste nicht, dass du Terminal 2 musst. War ein bisschen vogelwild, hat aber im Endeffekt alles geklappt. Ich musste auch bei Frankfurt am Hauptbahnhof erstmal die S-Bahn ausgefallen. Da muss ich zu Gleis 18 rennen, weil ich da mit dem Regionalexpress weitergefahren bin zum Flughafen. Da muss ich erstmal einen Sprint hinlegen in 2 Minuten. Das war ganz wild. Aber jetzt bin ich da. Ich checke jetzt gleich ein. Beziehungsweise Online-Check-In habe ich gemacht. Ich gehe gleich durch zu meinem Gate. Hat alles gut geklappt. Und ja, ich wünsche euch dann ganz viel Spaß mit dem Vlog. Ich hoffe, es wird geil. Ich freue mich richtig. Ich habe so ein bisschen Kribbeln schon im Bauch. Schon die ganze Zugfahrt und alles hatte ich ganz viel Kribbeln. Und ja, jetzt sind wir da und gleich geht's in den Flieger. Ich bin sehr, sehr gehypt. So, wir sind jetzt beim Gate. Ich musste meinen Rucksack tatsächlich abgeben als Koffer, weil ich da Flüssigkeiten drin hatte, also Duschzeug, Deo, Shampoo und so. Das hatte ich irgendwie voll vergessen, dass man ja nur 100 Milliliter mitnehmen darf. Ja, haben wir jetzt abgegeben, chill jetzt am Gate und bin ready. Deutsche Pünktlichkeit, wir haben 10 Uhr, Flieger geht um 11.55 Uhr und ich bin schon komplett ready. Bin aber auch richtig nervös, auch bei der Kontrolle und so hat er mich auch schon angeguckt und meinte so, alles gut, ich bin nur ein bisschen nervös, erstmal alleine, erstmal London, erstmal dies und das, haben wir sie geschätzt, war korrekt. Ja, und jetzt warten wir. Also wir sind jetzt angekommen. Wir müssen jetzt meinen Rucksack abholen. Ich habe gehofft, dass ich das skippen kann, aber wegen der Flüssigkeit muss ich das natürlich trotzdem machen. Aber auch ganz vogelwild musste gerade, weil ich ja, weil UK, ich musste da gerade so einen Finger scannen und so ein Gesicht scannen mit einem Reiseausweis und so machen. Ja, irgendwie ganz vogelwild. Haben dann ein Bild von mir gemacht, wild. So, wir müssen jetzt zur Nummer 3 und unseren Rucksack abholen, ja. Mal gucken, ob das ohne Probleme läuft und das schnell läuft, weil ich würde jetzt gerne zum Hotel gehen, kurz mich frisch machen und dann was essen gehen. Ja, mein Nackenkissen hat es auch überlebt. Ich schwöre, sowas ist für ein Flugzeug extrem wichtig. Extrem wichtig. Hier ist die Nummer 3. Warten jetzt auf unseren Rucksack. Ist noch nichts da. Müssen mal schauen. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert. Ich halte euch auf jeden Fall up to date. So, die ersten Koffer kommen gerade. Mal gucken, meiner früh kommt. Aber ich habe immer Pech bei sowas, deswegen glaube ich, wir müssen ja noch locker 5 Minuten warten. Aha. Da haben wir doch unseren Rucksack. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir jetzt zum Hotel kommen. Also wir sind jetzt angekommen. Ich habe 10 Pfund mehr bezahlt, als hätte ich einen Uber genommen. Ja, weiß ich das nächste Mal Bescheid, aber hier ist jetzt das Hotel. Ja, so sieht es aus. Ja, wir gehen jetzt erstmal einchecken und dann zeige ich euch mein Zimmer. Also ich habe den alle jetzt auch gemacht, aber noch nicht reingeguckt. Wir gucken jetzt gemeinsam das erste Mal rein. Ja, machen wir die Karte auch hier rein, das Licht. Ja, perfekt. Ja, es ist auf jeden Fall klein für ein 4-Sterne-Hotel, dafür, dass ich einen Huni zahle für die Übernachtung. Es ist schon sehr, sehr klein, ja. Wenn ich überlege, das Radisson, ich weiß gar nicht, wie viel das Radisson, ist schon fast doppelt so groß. Aber was ich sagen muss, wenigstens haben die hier einen Spiegel, der groß ist, dann können wir später, also das ist schon relativ groß, ja, können wir später dann mal so im Spiegel fresh machen und Outfit-Check machen. Und das ist die Dusche, ja. Also kriegt auf jeden Fall einen Minuspunkt, das Bad ist eigentlich genau entspannt, ja. Aber ich bin ein Riesenfan von Regenduschen und das gibt's ja nicht. Und das ist ein Minuspunkt. Also eine Sache ist auf jeden Fall ganz komisch, also mein Gehirn macht das auf jeden Fall noch nicht mit. Einfach, die fahren ja links und sitzen ja rechts im Auto. Und als ich auch im Taxi war, das war so komisch, so mein Kopf hat das versucht zu verarbeiten, aber hat gemerkt, irgendwas ist falsch. Und das sieht auch nach wie vor einfach nicht richtig aus. Ja, das nur kurz dazu. Wir gehen jetzt nämlich zu Nando's, ja, probieren da die Wings. Das ist 2 Minuten Fußweg von meinem Hotel und dann, das erzähle ich euch beim Nando's, was dann passiert. Also hier ist glaube ich so eine Essensmeile, also da ist so ein Wingstop
Ja, dann hast du da irgendwas. Hier hast du hier KFC, Starbucks, Burger King. Hier ist, glaube ich, auch so eine S-Bahn-Station. Ja. Und wir suchen jetzt Nandos. Ich weiß nicht, wo das ist. Das soll hier irgendwo sein, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt bei Nandos. Ja. Ich glaube, ich probiere hier, wie Eli sagen würde, die 4 Boneless Chicken Things. Einmal Chicken Butterfly. Und wir sind ja für Wings hier. Dann noch 3 Chicken Wings. Kein Side-Order, weil Pommes werden zu viel, glaube ich, für eine Mahlzeit. Und nehmen uns dann noch ganz entspannte Cola Zero dazu. Ja, warten wir, bis das Essen kommt. Dann probieren wir gemeinsam. Und dann erzähle ich euch, wo es danach hingeht. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, das Essen ist jetzt da, wird jetzt probiert. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Die haben noch ein bisschen was verkackt. Und zwar sollten die Wings hot sein, das ist aber medium. Ja, Pommes sehen okay aus. Ja. Wir probieren das Ganze jetzt mal und danach gibt es anschließend meine Meinung dazu. Die Pommes sind auf jeden Fall überragend. Das Ding ist, ich werde auch nicht alles essen, glaube ich. So viel Hunger habe ich nicht. Falls das übrig bleibt, ich werde auf jeden Fall mit aufs Hotelzimmer nehmen. Heute Abend werde ich safe Hunger haben. Beziehungsweise ich werde mir eh ein Stadion, wo es noch gibt. Also das ist jetzt erstmal Butterfly Chicken. Ja. Ah, ne, so ein. Dann haben wir, wie Eli sagen würde, Chicken Sings. Und die Schärfe ist, um ehrlich zu sein, nicht scharf. Also es ist ja hot, aber es ist perfekt, um ehrlich zu sein. Das ist so diese perfekte, angenehme Schärfe, dass das Essen gut noch schmeckt. Ein kleiner Pluspunkt, die Pommes sind sehr gesalzen. Und ich liebe gesalzen. Ich bin das erste Mal alleine in einem Restaurant essen. Ein bisschen weird ist es, aber um ehrlich zu sein, juckt es keinen. Also, und auch, dass ich hier in mein Handy reinrede, keiner guckt mich dumm an oder so. Und der Laden ist schon voll. Die Wings sind auch gut, die Soße ist halt lecker. Kann man nicht viel falsch machen, nur bei den Wings muss ich sagen, ist ein bisschen wenig Fleisch dran, generell. Aber sonst ist das Essen jetzt gut. Also ich komme gerade frisch aus der Dusche, kleines Update, ja, wir laufen jetzt zur Stamford Bridge, weil da wird die Mannschaft empfangen und da will ich dabei sein und das ist das Outfit für heute. Ich weiß, wir spielen daheim und blau wäre sinnvoller gewesen, aber ich stehe richtig auf dieses Beige, was das dritte Trikot dieses Jahr bei Chelsea ist und auch hier diese Fleecejacke, deswegen ist heute die beige Fleecejacke mit dem João Felix Trikot drunter, der Chelsea Kette, eine ganz normale Jeans und beige Air Force, ja. Zeig's euch auch mal so. Ja. Das ist das Outfit für heute. Ich hoffe, wir gewinnen das Ding. Mein Tipp ist 2-0. Havertz und Felix treffen beide. Und Felix mit Tor und Vorlage und dementsprechend Man of the Match. Schauen wir mal, was wird. Ich mache mich jetzt rüber zur Bridge. Wir haben kurz vor 5. Ja. Und um 17.30 Uhr werden da die Spieler empfangen. Ich brauche einen 20 Minuten Fußweg dahin. Deswegen laufe ich jetzt hin. Also, Freunde, wir sind jetzt grob beim Stadion. Ich bin schon mal hingelaufen, habe da nicht so viel gefilmt, aber ja, jetzt sind wir hier. Ja, so sieht's aus. Ein paar Fans sind auch schon da. Ja, wir kommen auch immer mehr Fans. Hier ist unser Freund und Helfer. Auch ganz wild. Und da sind auch noch ein paar Fans. Also es ist auf jeden Fall schon sehr wild. Sieht schon sehr cool aus. Also ich bin jetzt reingegangen. Ich wurde gerade, meine Tasche wurde kontrolliert. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt einen Schal irgendwo noch herbekomme. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus hier mit den Legenden, die hier an der Wand verewigt wurden. Ja, ja, und ich laufe mal gerade zum Store und gucke mal, ob ich da einen Schal finde. Also ich bin jetzt im Megastore und würde am liebsten alles mitnehmen. Hamudi da, ja, Mason würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, auch wenn er meine Trikotnummer hat. Reese, mein Bruder Kai. Das beige Trikot habe ich ja von Joao an. Ja, aber das mit der 15 und Hamudi wäre schon geil. Die 15 ist halt aber nur so eine komische Zahl. Deswegen werde ich jetzt einfach entspannt den Matchday-Schal mitnehmen. Und ich denke mal mehr nicht, weil sonst gehe ich hier nochmal Roberto Blanco nach Hause. Vielleicht noch eine Kappe oder so. Aber bis jetzt sehe ich nichts Geiles an Cap. Ja, alles gut. Hier sind doch die Kappen. Ich habe mich tatsächlich jetzt nur für den Schal entschieden, die Kappe, ich bin einfach kein Kappenträger, aber das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. King Didi, ganz wichtig, der Mann ist einfach nur Liebe. Ja, also hier sind generell nur Ikonen an der Wand und das ist, by the way, Chelsea Store mit Kai Abi,
Kajabi ist hier sehr präsent, muss ich sagen. Der hängt überall was von ihm. Ich muss zu Reihe 30, Sitz 47, ja. Boah, das erste Mal Stamford Bridge jetzt. Haltet euch fest, Chat, haltet euch fest. Das wird ganz wild, das wird ganz wild. Da wollte ich noch ein Foto von machen. Das ist ja geisteskrank. Ich sitze ungefähr da. Also gehen wir auf meinen Platz. Ich bin Reihe 30. Platz 47, ja, das ist doch Schicksal eigentlich auch. 47. Also das ist mein Platz hier heute. Schon, ist schon geisteskrank. So what do you think is the score prediction today? Chelsea will win, 3-1. 3-1? Yeah. Who's the first one who's going to score? Hopefully, Joao Felix. Joao Felix? Yeah, I think so too, And then Havertz, I hope. Yeah, I'm from Germany, so I always support Havertz. Nice. But I see on Twitter, you know, many guys, they say we should sell Havertz. Yeah. You think we should sell him or keep him? No, we should keep him. Yeah, okay. We should keep him. Thank you so much. Thank you. Also ich habe hier den zweiten Fan jetzt getroffen und ich frage ihn auch, was er denkt, wie viel wir spielen. So what do you think is the score prediction for today? 3-1 for us. 3-1 for us? Yes. Who's the first one to score? I don't see the started 11. Okay, but if you think of the last 11, like Havertz, Joao Felix. Let's go with Havertz. Havertz? Yes. Okay, I think Joao Felix is going to score the first one. But Havertz is going to score the second one. Thank you so much. We'll see. Wie kann man bei der Hymne keine Gänsehaut bekommen? Und die Spieler sind noch nicht mal da und bei mir kribbelt es komplett. Also ich habe jetzt zwei Leute gefragt und die haben beide 3-1 für Chelsea tatsächlich gesagt. Sie meinen, sie sind immer noch 2-0. Die waren sehr confident, die sagen beide 3-1. Ich werde vielleicht auch einen dritten fragen, wenn ich jemanden finde, wo es passt. Und ja, sehen wir uns gleich beim Spiel wieder. Darf ich euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn es keinen interessiert. Da sind die Dortmunder nur da. Es wird heute ein knackiges 2-0, die werden kein Land sehen. Thank you.
Das ist so gut, dass Brand ausgewechselt wurde. An die Fans da, also von Dortmund. Schuss, das gibt's doch gar nicht. Wie viel Pech kann man haben? Mein Baby Havertz, Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Noch nicht mal überprüft, so ein eindeutiges Ding war es. Ach, das gibt's doch nicht! Also Dortmund hat sehr, sehr viel Glück. Es könnte hier schon 2-0 stehen. Oh. Oh. No. Jetzt kein Konter bitte. Jetzt kein Konter. Faul ihn doch! Ja, richtig! Richtig, Matteo, richtig! Ich kann das nicht mehr. Also ich habe Gänsehaut und es ist... Was sollt ihr jetzt überprüfen? Kommt doch, Video Assistant, kommt doch! Das war cleaner als meine Unterhose! Auch sehr geile Stimmung, muss ich sagen. Sehr, sehr geile Stimmung. Die Jungs hier rechts machen gute Stimmung. Bring mal einen geilen. Ja, das ist ein geiler. Und das ist ein geiler. Und das ist ein geiler. Oh, nice, 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 nice. Junge Schlotte, mach dich mal vom Acker, du Hässlicher. Dein Gesicht will niemand sehen da. Schlotterbeck mit Nagelsmann, einer der hässlichsten Spieler. Bitte, bitte! Diesmal also, man kann kein Elfer zweimal verschießen. Man kann Elfer nicht zweimal verschießen. Ja! Ja! Ja!
Kostar mit einer grandiosen Parade. Der Mann ist auch viel zu unterschätzt die Saison. Natürlich hat er die Kacke mit der Auswechslung gemacht, aber die Saison hält er echt gut. Ich habe vorhin gesagt, Kepa soll sich nicht so früh die Gelbe holen, hat sich die Gelbe abgeholt. Ich sag, das wird noch gefährlich gegen Ende. Jetzt kann er halt am Ende nicht mehr so viel Zeitspiel machen. Mal gucken. Und raus. Ja, let's go. Deiner Kai. Deiner Kai. Ja, schön. Die letzten knapp 10 Minuten sind am Laufen. Ja, 7 Minuten noch plus 2 Minuten Nachspielzeit, sagen wir mal 10 Minuten. Ich habe Angst, dass wir noch ein Tor fallen. Sehr, sehr komische Wechsel von Chelsea. Scheiße! Ganz wichtig, ganz wichtig. 1,5 Minuten noch offiziell. Let's go, let's go. Letzte Minute offiziell läuft jetzt. Oh nein. Schön. Oh ja, oh ja. Oh. Ach, wie macht er den denn nicht? Auch wenn es abseits gewesen wäre, den muss er machen. Ja, wichtiges Ding, Kepa, wichtiges Ding. Wir sind jetzt in der 92. Minute ungefähr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kassieren in der 95. ein. Freue ich mich auf meinen Chat am Donnerstag, wie alle rumheulen werden. Ach, ganz ehrlich, ihr könnt mich mal. Also meine erste Chelsea Stamford Bridge Experience nimmt dem Ende zu. Wenn ich auf dem Hotel bin, gibt es meine Review zum Spiel. Ich werde euch nochmal alles schön in Ruhe erklären. Könnt es euch schon denken, es war geisteskrank und was für ein Spiel. So, Freunde, ich bin jetzt auf meinem Hotelzimmer. Was ich zum Spiel sagen muss, ich würde sagen, insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Das mit dem Elfmeter habe ich halt, was ich zum Spiel sagen muss, ich würde sagen, insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Noch, warum er wiederholt wurde, ne? Aus dem Stadion hast du nicht diese 10, 20 Wiederholungen, die du im Fernsehen hast. Deswegen lassen wir das einfach mal weg. Insgesamt ist es vollkommen in Ordnung, finde ich. Dortmund hat die erste Halbzeit gar nicht mitgespielt. Chelsea hatte 2, 3 Hochkaräter, ja. Unglücklich gewesen bei Havertz, seinem Tor aberkannt. Dann da was liegen gelassen. Ja, die, da, du, wisst ihr, ich meine. Für mich war entscheidend, das habe ich auch gesagt, nachdem Brandt ausgewechselt wurde, meinte ich so Jackpot, weil Brandt ist aktuell der beste Bundesligaspieler diese Saison für mich gewesen. Und dass er dann raus ist, war halt natürlich schade um ihn, weil er halt richtig stark ist aktuell. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes ist. Aber war halt perfekt für Chelsea, ne? Und ja, und sonst, ne, ein bisschen Glück war da. Was ich richtig kacke fand, Dortmund hat in der 10., 15. Minuten schon, übertrieben gesagt, ein bisschen Zeitspiel gemacht. Da, ich dachte, dass Kepa eine gelbe-rote bekommt wegen Zeitspiel, weil Kepa provoziert sowas immer richtig bis zum Ende aus. Statt dass er sich in der 80. die gelbe abholt, holt er sich sie in der 60. und macht dann weiter mit Zeitspiel, ne? Also da ist halt auch Quatsch, ne? Ich bin auch kein Fan von Zeitspiel. Ich bin auch dafür, dass so wie bei der NFL die Zeit angehalten werden sollte und so, wenn der Ball ins Ausgeht, ne? Aber so, oder halt wenn du Abstoß und so hast, ne? Dann wäre es auf jeden Fall angenehmer. Ja, aber ich würde auch sagen, im Hinspiel hatte Dortmund natürlich nicht mit Glück, aber Kobel hat den schon den Arsch gerettet gehabt. Daher hätte Chelsea schon ein Tor verdient gehabt. Deswegen geht's alles in allem, finde ich, in Ordnung. Atmosphäre war krank. Die Dortmund-Fans, muss ich ja nicht sagen, waren auch krank. Ich habe da zwischendurch auch mal gerufen, als sie gesungen haben, ole, 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 BVB, da habe ich auch mal BVB, Hurensöhne gesagt. Das ist natürlich nur Spaß, ne? Also jetzt nicht ernst nehmen, wir sind hier immer noch beim Fußball und das ist ja alles nur Spaß.
Im Endeffekt sind wir alle da, um Spaß zu haben. Und Stimmung war geil. Von den Chelsea-Fans war gut. Von den Dortmund-Fans war krass. Von den Dortmund-Fans war dann nach dem 2-0 15 Minuten Funkstille. Aber dann haben die auch wieder ab der 70. ungefähr, nee, 68. Das sage ich auch irgendwann im Vlog, ab der 68. ungefähr wieder bis zur 90. Vollgas gegeben. Also war schon krass. Alles in allem für mich die perfekte Stamford Bridge-Erfahrung. Spiel gedreht, ins Viertelfinale gekommen, obwohl die komplett scheiße in Form sind. Geile Stimmung, 2-0, top. War sehr geil, cool, dass ich das erleben durfte. Unter anderem seid ihr dafür verantwortlich. Nur Liebe geht raus an euch. Danke für den Support. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ich habe AirPods drin, aber das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin jetzt hier beim Big Ben, ne? Hier sieht so typisch UK-mäßig aus. Hier ist auch sau viel los. Hier müffelt auch ein bisschen. Ja, und das gucke ich mir jetzt ein bisschen in Ruhe an, weil ich war gestern genug am Handy, habe sehr viel für euch gefilmt, deswegen mache ich mir jetzt einen Ruhigen. Mir fällt gerade auf, ich muss dann noch was essen gehen. Also ich weiß immer noch nicht, ob man mich hört. Ich bin immer noch mit den AirPods dran. Erstmal nicht Regenwetter, nicht typisch UK, sondern einfach, es schneit so ein bisschen, so Schneeregen. Aber irgendwie ist es geil, irgendwie hat es eine geile Atmosphäre, muss ich tatsächlich sagen. Wir gehen jetzt zum Shake Shack. Das ist 15 Minuten Fußweg von hier entfernt. Da will ich schon mal probieren. Meine besten Freunde waren ja über Silvester in London und meinten, Shake Shack ist richtig schlecht. Beziehungsweise ist halt eine Fastfood-Kette, ne? Was willst du daran Gutes machen? Aber ich habe einen Vlog von Eli gesehen, der meinte, das ist eine 8 von 10. Und da gehe ich mich jetzt am besten selber von überzeugen. Das heißt, bis gleich. Also ich wollte auf jeden Fall in die National Gallery gehen, aber die Schlange ist größer als mein... Ja, ihr wisst schon was. Aber ich kann es euch einfach nicht vorenthalten. Ja, also London ist einfach eine schöne Stadt, muss ich sagen. Auch wenn es so ein bisschen... Oh, sorry. auch wenn es so ein bisschen... ja. Die Stadt so kalt rüberkommt, ich finde sie einfach schön. Ja. Also ich bin hier jetzt beim Leicester Square, heißt das, glaube ich. Ja, Leicester Square. Ja, hier ist ein geiler Brunnen. Und hier ist auch so generell so eine Einkaufspassage. Da kannst du, da gibt es auch ganz viele so Süßigkeitenläden und auch amerikanische Süßigkeitenläden. Und hier riecht es auch ein bisschen nach 420. Also, ja, aber sieht trotzdem sehr, sehr wild aus. Ja. Und quasi, ich muss da 3 Minuten lang geradeaus und dann bin ich bei Shake Shack und da gehen wir jetzt hin. Da hinten ist auch so ein Hard Rock Café. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Leute, die in der Schule immer so viele verschiedene möglichen Hard Rock Cafés wie möglich anhaben wollten, so aus verschiedenen Städten und so. Dann ist hier noch so ein Five Guys. Ich will aber mit euch noch mal kurz zu diesem Süßigkeitenladen gehen. Ihr wisst ja, ich bin Fan von den Ami-Süßigkeiten, auch wenn die sehr, sehr viel Zucker haben. Aber zum Beispiel die sauren Süßigkeiten von den Amis sind wirklich geisteskrank. Ja, guck mal, hier ist zum Beispiel ein Laden, der heißt Kingdom of Peach. Da sind auch schon sehr wilde Süßigkeiten dabei. Und ein bisschen weiter gibt es nochmal so richtige Ami-Süßigkeiten. Das ist halt so alles Mögliche und da hinten ist wirklich nur Ami-Zeug. Aber guck mal auch, wie riesig der ist. So, aber so eine Packung Cheetos, ja, oder Twinkies würde ich mir schon gerne mitnehmen, um ehrlich zu sein. Also das Essen ist jetzt da. Wir haben hier so einen Cheeseburger ohne Tomate. So ein Crunchy Chicken Burger, Cheese Pommes, ja, ist ein bisschen Soße, habe ich ein bisschen verkackt. Und eine Coke Zero, hat insgesamt 25 Pfund gekostet. Aussehen ist auf jeden Fall schon mal eine dicke, dicke 10 von 10. Geschmack ist aber das, was zählt. Und dazu kommen wir gleich. Chicken ist auf jeden Fall eine 9 von 10. Ein bisschen Soße fehlt, ein bisschen mehr Soße, dann wäre es eine 10 von 10. Aber der Burger an sich 9 von 10. Der Cheeseburger kriegt von mir eine 8 von 10. Vielleicht hätte ich ein weiteres Patty nehmen müssen, dann wäre es besser. Ist halt die Frage, wie man es in Relation setzt. Ne? Ist das ein guter Burger oder ist das einfach eine Fastfood-Kette? Wenn ich das als Fastfood sehe, würde ich das auf jeden Fall in Deutschland haben wollen. 100-mal besser als Maggis, 1000-mal besser als Maggis und Burger King zusammen. Wenn man das in Relation zu einem normalen Burger, also wenn man es zum Fastfood sieht, würde ich sagen 10 von 10. In Relation zu einem normalen Burger kriegt er trotzdem eine gute 8 von 10 von mir. Weil die Pommes sind geil, das Chicken ist dick und ist einfach geil. Ich bin sehr überrascht, richtig gut.
Also Freunde, ich bin jetzt im Flughafen in Frankfurt angekommen, während ich auf meinen Rucksack warte. Wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Mein Flug hatte eine Stunde Verspätung. Ja, warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte Angst, dass der ausfällt, weil der Flug davor nach Frankfurt und der Flug danach nach Frankfurt sind ausgefallen beide. Hatte ein bisschen Glück braucht man. Fortuna war auf meiner Seite. Also Freunde, ich habe mir jetzt wie so ein Konsumopfer, habe ich mir was bei Starbucks geholt, weil ich jetzt 2 Stunden wieder warten muss. Und ich auf jeden Fall einen Kaffee brauche, um meinen Morgen zu starten, beziehungsweise um jetzt hier nicht einzuschlafen. Weil ich habe echt wenig geschlafen, weil ich natürlich London mir auch angucken wollte und so. Deswegen habe ich mir nur so 5 Stunden, 6 Stunden geschlafen. Fazit zu dem Trip. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also ich werde so oder so, denke ich mal, noch die Premier League mir angucken. Ja, muss aber jetzt nicht diesen Monat sein, muss auch nicht nächsten Monat sein, weil Roberto Blanco, ne, ihr wisst. Aber ich habe hier in London jetzt in den 2 Tagen mit Essen und so ungefähr 120 Euro ausgegeben. Aber ich habe mir auch zum Essen, also seht ihr am Vlog, mehr geholt, als ich normal essen würde, damit ich das halt auch testen kann. Weil ich habe ja Nandos getestet und Shake habe ich getestet. Und dann habe ich mir noch im Stadion auch nochmal einen Burger geholt, obwohl ich gar nicht so viel Hunger hatte. Und Pommes gab es dann nochmal umsonst wegen der Chelsea-Membership. Ja, wie gesagt, obwohl ich gar nicht so großen Hunger hatte. Ne? Ja, ich chill jetzt hier, warte auf meinen Flieger und das wäre es vom Vlog gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich nächstes Mal besser machen kann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Kuss geht raus. Oh mein Gott, Gänsehaut haben wir. Darüber Gänsehaut.